Hi Leute, ich habe eine E-Mail bekommen von ICstation.com. Das war eine E-Mail, so in etwa, ob ich ihre Produkte vorstellen kann oder Tutorials machen kann davon. Nun, ich habe mir den Shop jetzt mal angeschaut. Die haben ziemlich viele Sachen. Und da wollte ich euch fragen, was ich denn von dem Shop genau holen soll. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und habe was ziemlich Günstiges gefunden. Und das ist hier ein Audio-Verstärker mit dem TDA 2030A. TDA 2030A, das ist so ein IC wie der TDA 2003, wo ich schon mal ein Video gemacht hatte. Aber der Preis ist gut, 3,93 Dollar nur. Und Free Shipping, das heißt, es gibt keine Versandkosten. Der Shop selbst ist aus China. Ich finde, einige Sachen sind etwas teurer als woanders. Andere Sachen sind aber wieder günstiger als woanders. Also es lohnt sich echt einmal umzuschauen. Gucken wir mal zu den Audio-Amplifier, was sie da so haben noch. Einmal hier ein großes Bild von dem Audio-Amplifier. So sieht der fertig aufgebaut aus. Das Ganze ist allerdings ein Bausatz. Das heißt, es ist was zum selber löten. Dann gehen wir mal weiter. Das hier sind die Einzelteile vom Bausatz. Soweit ganz gut. Platine ist mit Bestickungsdruck, also müsste man einfach aufbauen können. Was ich echt ungewöhnlich finde, ist sogar der Schaltplan dafür drin. Also Stromlaufplan oder Schaltplan von dem Audio-Amplifier. Gut, die haben aber auch noch andere Sachen, wie jetzt, ja, wenn ich runtergucke, die haben echt etliches. Ob das Kameras sind, Fernbedienungen, MP3-Player, also wirklich alle möglichen Module. Da wollte ich euch fragen, was für Module soll ich von diesem Shop holen, um davon Tutorials zu machen, die Sachen mal aufzubauen, vorzustellen, zu erklären, wie sie funktionieren und so. Dann habe ich noch was rausgesucht. Das wäre, ist ganz interessant. Das ist ein Step-Up- und Step-Down-Konverter nacheinander geschalten. Der erste Teil, der tut die Spannung hochtransformieren und der zweite runtertransformieren wieder. Ist etwas ungewöhnlich, weil man hat ja eigentlich doppelt Verluste, aber dadurch, dass die Schaltregler doch ziemlich effizient sind, könnte es auch ein ganz nettes Teil sein. Und für 3,89 $, wenn der Versand da schon mit dabei ist, klar, das ist jetzt runtergesetzt, kostet ansonsten 4,99 €, muss ich sagen, es geht, weil es doch ziemlich viele Teile sind. Und wenn man so etwas mit einzelnen Teilen aufbaut, ist doch ziemlich kompliziert. Man sieht aber, da ist so ein 5-Pin-Teil, so ein IC drin. Ich denke, das ist der Schaltregler, das heißt Schalttransistor mit Schaltelektronik. Dann habe ich eine Spule, das ist da, wo 470 draufsteht. Das wäre so eine Induktivität mit Ferritkern. Da fehlt aber zum Schaltregler noch eine Diode. Und die Dioden, die sind hinten drauf. Da sieht man es, da sind die zwei Dioden hinten drauf. Das sind zwei Schaltregler nacheinander, einmal Step Up und dann Step Down. Kann man auch gut nehmen, um Akkus zu laden. Dazu die technischen Daten, die sind auch im Shop. Input 3,5 bis 28 Volt und 1 Ampere. Okay. Bei 28 Volt und 1 Ampere hätte man 28 Watt, die man reinschickt. Und Output kann man, ich denke mal, von 1,25 bis 28 Volt einstellen und auch 1 Ampere rausziehen. Tja, gut, es kann, glaube ich, nicht ganz stimmen, weil Verluste hat er ja auch. Das heißt, ich kann nicht 28 Volt 1 Ampere reinschicken und 28 Volt 1 Ampere rausziehen. Ich werde da gewisse Verluste haben. Maximum Rating steht aber da hier bis 32 Volt rein und 3 Ampere, bis 33 Volt raus und 3 Ampere. Aber ich glaube, da müsste man die Dioden und die Schaltregler schon kühlen. Da weiß ich nicht, ob er das packt. Könnte man mal ausprobieren. Ja, dann der Shop selbst. Der ist aus China. Daher sage ich mal aufpassen, nicht zu viel auf einmal von dem kaufen. Wenn man bei dem Teil kauft, dass man noch unter der Zollfreigrenze bleibt. Aber so an sich finde ich das ganz nett und ich frage euch jetzt mal, ihr könnt ja im Shop ein bisschen stöbern. Die Adresse von dem Shop schreibe ich in die Beschreibung. Könnt ihr ein bisschen stöbern und wenn ihr interessante Sachen gefunden habt, von denen ihr gerne mal ein Tutorial haben wollt, sagt mir einfach Bescheid und ich hole mir die und stelle die in dem Video mal vor. Okay, danke fürs Zuschauen.